Ja, hallo zusammen. Jetzt haben wir ja das bestimmte Integral kennengelernt, können das auch schon für einfache Funktionen ausrechnen. Und jetzt wäre es noch gut, wenn wir es interpretieren können. Und da hilft uns die Flächeninterpretation. Wenn nämlich die Funktionswerte immer größer gleich 0 sind, dann berechnet das Integral nämlich eine Fläche. Und das gucken wir uns mal hier an. Also die Funktionswerte sollen größer gleich 0 sein auf dem Intervall von a bis b. Das heißt also, ich jetzt mal den Graphen zeichne. Wenn das vielleicht die Funktionswerte sind und wir hier von a bis b integrieren sollen, dann rechnet das Integral von a bis b von f von x dx die Fläche zwischen der x-Achse und dem Graphen der Funktion in diesem Bereich von a bis b aus. Also diese Fläche hier wird ausgerechnet. Das ist die Flächeninterpretation des bestimmten Integrals. Wenn jetzt die Funktionswerte negativ sind oder kleiner gleich 0, genauer gesagt, auf dem Intervall von a bis b, das heißt, der Graph der Funktion sieht vielleicht so aus, und wir dann von a bis b integrieren, also zum Beispiel über dieses Intervall hier, dann berechnet das Integral nicht die Fläche, sondern dann berechnet das Integral das Negative dieser Fläche, also zwischen dem Graphen der Funktion und der x-Achse, allerdings nicht die Fläche selber, sondern das Negative, also minus das Integral von a bis b von f von x dx wäre dann die Fläche. Ja, also wenn die Funktionswerte größer gleich 0 sind, dann berechnet das Integral die Fläche zwischen der x-Achse und dem Graphen der Funktion in diesem Intervall von a bis b. Und wenn die Funktionswerte kleiner gleich 0 sind, wird das Negative der Fläche ausgerechnet. Und was ist jetzt, wenn die Funktionswerte teilweise oberhalb und teilweise unterhalb der x-Achse liegen, also teilweise größer gleich 0 sind und teilweise kleiner gleich 0 sind? Gucken wir uns auch das noch an. Also die Funktion sieht vielleicht so aus. Wenn wir dann von a bis b integrieren, dann wird die Fläche, die hier oberhalb der Achse liegt, also diese Fläche hier, und diese Fläche addiert. Und dann zieht das Integral automatisch die Fläche, die hier unterhalb der Achse ist, davon ab. Das heißt also, diese Fläche wird addiert, diese Fläche wird auch addiert und davon wird diese Fläche abgezogen und das rechnet dann automatisch das Integral aus. Und das hilft uns manchmal, wenn man das weiß, wenn wir nämlich zum Beispiel einen Graphen haben, der so aussieht, nehmen wir zum Beispiel mal die Funktion x hoch 3. Da ist ja der Graph so punktsymmetrisch zu nur 0. Und wenn wir dann mal von minus a bis a integrieren, dann ist die Fläche, die hier unterhalb der Achse liegt, in dem Bereich zwischen minus a und 0, genauso groß wie die Fläche, die hier oberhalb der Achse liegt, zwischen 0 und a. Das heißt, dann wird diese Fläche addiert und davon diese Fläche abgezogen und da die gleich groß sind, kommt 0 raus. Also das Integral von minus a bis a von x hoch 3 dx ist gleich 0, weil x hoch 3 punktsymmetrisch zu 0, 0 ist. Das ist manchmal ganz praktisch, wenn man sowas weiß, dann braucht man nämlich da nicht viel rechnen. Also Sie können das natürlich mal ausrechnen und dann werden Sie sehen, da kommt 0 raus. Also, das Integral addiert automatisch die Flächen, die oberhalb der Achse sind, zwischen dem Graphen der Funktion und der Achse, und zieht davon automatisch die Flächen, die unterhalb der Achse sind, also zwischen dem Graphen der Funktion und der Achse ab. Und wenn man das nicht möchte, wenn man insgesamt die Fläche ausrechnen möchte, dann muss man von der linken Integrationsgrenze zur ersten Nullstelle integrieren, also zum Beispiel bis hierhin, dann bekommen wir da entweder eine Fläche oder das Negative einer Fläche raus. Wenn wir dann den Betrag davon nehmen, dann kriegen wir die Fläche raus. Dann von der ersten Nullstelle bis zur zweiten Nullstelle, dann liegt in dem Bereich entweder die Funktionswerte unterhalb oder oberhalb
Das heißt, wir bekommen entweder wieder ein Negatives der Fläche oder die Fläche selber. Dann nehmen wir wieder den Betrag, dann haben wir auch diese Fläche. Und dann geht das immer so weiter. Also von Nullstelle zu Nullstelle integrieren. Und dann bekommen wir entweder immer eine Fläche raus oder das Negative einer Fläche. Und wenn wir dann immer die Beträge nehmen und das dann addieren, die einzelnen Flächen, dann bekommen wir insgesamt die Fläche raus. Und was man dann auf diese Weise ausrechnet, ist das Integral vom Betrag der Funktion f. Ja, also wenn das die Funktion f ist, die ich ja schon gezeichnet habe, zeichne ich jetzt hier mal rechts daneben den Betrag der Funktion f. Der sieht dann ungefähr so aus. Das ist f-Betrag. Und da würde ja, wenn wir von a bis b integrieren, würden ja diese ganzen Flächen addiert werden. Ja, das heißt also, diese Fläche wird addiert, diese Fläche wird addiert und diese Fläche wird addiert. Ja, und so können wir dann jetzt das Integral von einem Betrag ausrechnen, indem wir jetzt die Funktion f selber nehmen, weil dann haben wir ja nicht das Problem, dass wir uns mit dem Betrag beschäftigen müssen, und dann von Nullstelle zu Nullstelle integrieren. Dann bekommen wir entweder eine Fläche raus oder das Negative einer Fläche, und wenn wir dann davon den Betrag nehmen, sind wir sicher, dass wir die Fläche haben, und wenn wir dann diese einzelnen Flächen addieren, bekommen wir insgesamt die Fläche zwischen dem Graphen der Funktion und der x-Achse. Ja, das hilft jetzt manchmal weiter, wenn man diese Flächeninterpretation des bestimmten Integrals hat. Und das werden wir dann insbesondere in der Statistik brauchen, wo wir dann Flächen berechnen mit Hilfe der Integration und diese Flächen dann Wahrscheinlichkeiten sind. Also da wird man die sogenannte Dichtefunktion integrieren über ein Intervall und dann bekommen wir die Wahrscheinlichkeit, dass unsere zufällige Größe, unsere Zufallsvariable in ein bestimmtes Intervall fällt. Das wird dann in Statistik öfters mal ausgerechnet werden und dafür müssen wir dann halt integrieren können und diese Flächeninterpretation kennen. Ja, so viel zur Flächeninterpretation des bestimmten Integrals. Und jetzt gucken wir uns mal ein Beispiel an, wo das außerhalb der Statistik auch in der VWL verwendet wird. Bis bald!